Unverändert werden wir mit der CO2-Problematik, ja, ich muss schon sagen, belästigt und bekommen auf die Art und Weise Erklärungen für Klimaveränderungen mitgeteilt, deren einziger Sinn und Zweck eine kommerzielle Ausnutzung ist und die wiederum nichts, nämlich die Erklärungsmuster, mit den wirklichen Klimaveränderungen zu tun haben. Denn dass die Erde vor wenigen hundert Jahren zum Teil ganz anders ausgesehen hat, erstaunlich anders ausgesehen hat, das ist Gegenstand unseres folgenden Gespräches. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Gesprächsrunde beim Alpenparlament-Kongress. Ich begrüße Hans-Joachim Zillmer ganz herzlich. Du bist an sich bekannt als jemand, der Revolutionäres zum Thema Evolution, sehr Unbequemes publiziert hat. Jetzt gibt es neben unterschiedlichen anderen Publikationen, wo du, ja, ich sag mal, mit Mythen aufgeräumt hast, eines, was sich mit Erde im Umbruch befasst und das, was ich eingangs gesagt habe, deutlich macht, dass das, was wir heute als Landkarte 2012 sehen, gar nichts ist, was in dieser Form so wirklich alt ist. Wir gehen mal so ein paar Baustellen der Erde durch, fangen vielleicht mit den Anden an, werden uns dann so ein bisschen über den Persischen Golf und über die Wüsten in Afrika der Nordsee zuwenden und dabei feststellen, wie sich das alles verändert hat. Vielleicht erst Stichwort Anden. Ja, also wenn du gerade, Michael, Evolution erwähnst, dann hängt Evolution und Geologie natürlich allein über die Zeittafel eng zusammen. Also beides kann man eigentlich gar nicht trennen, wirklich. Wer eins meiner Bücher gelesen hat, weiß, dass ich nicht an die langen Zeiträume, geologischen Zeiträume denke, sondern alles, was wir eigentlich sehen, ist altes Material, wie alt auch immer. Aber die Landschaftsformen haben sich zum größten Teil vor erst ein paar tausend Jahren oder sogar nur vor wenigen hundert Jahren so ausgebildet, wie sie heute sind. Ich habe einen Freund, der ist Geologe an der TU Berlin, an der ich auch studiert habe, oder Professor für Geologie, heute Professor für Geophysik. Und ich habe dir mal erzählt, dass die Leute sagen, die Geophysiker haben die Geologen in einer sogenannten feindlichen Übernahme zu Geophysikern gemacht. Also der ist kein Lagerstätten-Fachmann mehr, sondern Geophysiker jetzt heutzutage. Und die waren also mit einer TU-Fachgruppe von Geologen und Geophysikern in Südamerika. Und er war bei mir eingeladen und erzählte das so, wie wir jetzt beide sitzen, und fragte mich, wie alt sind denn die Anden? Und da sage ich so, ein paar tausend Jahre. Und dann sagt er zu mir, so alt. Und er sagte, wir sind in Bolivien gewesen, da gibt es einen Salzsee in 3650 Metern Höhe ungefähr. Ja. Und das ist ein riesen Areal mit Salz, nur mit Salz. Und in der Mitte sind so Inseln, eine große Insel ist dort mit Korallen. Er sagt, da haben wir in 3650 Meter quasi übernachtet und es war, wie man so sagt, saukalt. Also es war bitterkalt. Und er sagte zu mir, da standen Korallen auf dieser Insel, die eigentlich unter Wasser gehören. Was machen die in dem Salzsee, also das ist ein trockener Salzsee, kein Wasser, die Korallen auf der Insel? Im Gebirge. Im Gebirge in 3600 Meter Höhe. Er sagt, ich habe mich gefragt, also er fragt sich als Geologe, wieso stehen diese Korallen da noch oben? Die sind ja mal im Meer gewesen, 3600 Meter tiefer. Die waren unzerstört, sagt er. Da war nichts kaputt, die waren original so. Sagt er nach, weiß ich, 50 Millionen Jahre? Sagt er, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und dann ist er nach Hause gefahren, sagt er, ich habe von Korallen eigentlich überhaupt gar keine Ahnung. Und dann ist er nach Hause gefahren an die TU Berlin und hat gesagt, einem Fachmann, einem Kollegen, was sind das für Korallen, die da oben sind? Da hat er gesagt, das sind dieselben Korallen, die heute in der Südsee wachsen, im Wasser. Das heißt, wenn diese Korallen 50 Millionen Jahre alt wären, und so alt sollen vielleicht die anderen sein, irgendwo plus minus, dann müsste man ja die Korallen finden, die es vor 60 Millionen Jahren oder 50 Millionen Jahren gegeben hat. Ja. Und nicht die heutigen, die und heute in anderem Zustand. Und in anderen Zustand, noch obendrein. Ja. Und dann sagt er ja, also 10.000 Jahre ist wohl ein Zeitraum, den wir für die Korallen sicherlich nicht ansetzen können. Und
Das sind eben dasselbe, kann man auch Gedanken, habe ich auch in meinem Buch hier, das letzte, die Erde im Umbruch geschrieben, dieselben Geschichten kann man auch, oder Tatsachen kann man auch diskutieren über andere Gebirge, wie Himalaya, wie alt ist das Altai-Gebirge, wann entstand das Schwarze Meer, nämlich durch Superfluten aus dem Altai-Gebirge heraus, dort wo heute Wüsten sind. Und die Erde hat sich praktisch so derartig krass umgeformt, dass kaum einer weiß, dass zum Beispiel der Persische Golf, wo ja heute das ganze Öl durch transportiert wird, erst wissenschaftlich gesehen, nach Untersuchungen aus dem Jahre 2008, im Grunde erst 5000 Jahre alt ist. Vor gut 10.000 Jahren war der Persische Golf noch ein Urstromtal mit Flüssen. Und dann erst begann sich langsam dieser Persische Golf zu füllen und vor 5000 Jahren war der Wasserspiegel ungefähr dann erreicht und zwar 2 Meter höher wie heute. Danach ist er wieder 2 Meter gesunken und hat ungefähr das heutige Niveau. Also ich würde sagen, das ist noch vor kürzerer Zeit gewesen, aber wissenschaftlich noch vor 5000 Jahren. Und genauso war das Rote Meer zum selben Zeitpunkt auch kein Meer, sondern höchstens ein See, weil die Enge am Süden des Roten Meeres ist relativ flach auch. Das heißt, das ist eine geringe Schwelle, da wollte man mal so ein Kraftwerk bauen und den Wasserspiegel des Roten Meeres absenken, um dann Energie zu erzeugen. Und dann hat man bei dieser Untersuchung ausgerechnet, wenn man jetzt das Rote Meer absperrt, und da sind nur 15 Meter oder so Wassersäule zwischen, dann würde sich die Wasseroberfläche des Roten Meeres in nur 50 Jahren durch die Verdunstung um 30%, um rund ein Drittel verringern und in 300 Jahren sogar um 2/3. Das heißt, wenn wir das mal so 500 Jahre in Ruhe lassen, dann ist da gar kein Rotes Meer da, wenn nicht die Verbindung zum Ozean da wäre. Richtig. Das heißt, diese Landschaftsformen haben sich vor ganz kurzer Zeit erst gebildet. Man hat in Arabien, in der Wüste, da stehen ja nicht umsonst etliche antike Staudämme mitten in der Wüste, wo heute Sand ist. Man hat Seen gefunden, wo man Mantelpaviane, ich weiß nicht, alle möglichen Tiere, auch die man aus Afrika kennt, gefunden hat, die noch vor kurzer Zeit da gelebt haben, weil in der Wüste Wasser war, Seen waren. Man hat auch, die Mantelpaviane sind dieselben, die heute in Afrika sind, heute durch eine Wasserstraße getrennt, aber noch vor kurzer Zeit konnten die da bequem hin und her wandern, weil wir die Landbrücken überall hatten, also diese Seen gar nicht so gab. Das ist maximal, wenn überhaupt 5000 Jahre her. Ja. Genauso hat man im Osten der Sahara, kann man sehen, ich habe auch da Bilder von, meterhohe Seekreideberge stehen da. An der TU Berlin auch wurden Untersuchungen dort gemacht und man hat diese Seekreide untersucht und nach radiometrischen Messungen, die ich allerdings auch bezweifle normal, aber nehmen wir sie mal als gegeben hin, haben die gesagt an der TU Berlin, ich habe da so eine wissenschaftliche Untersuchung von gekriegt, bekommen, die so eigentlich gar nicht so einfach zu bekommen ist, dass dieser Seekreide gebildet worden ist vor maximal 5000 Jahren bis zu maximal 6000 Jahren in dem Bereich. Das heißt, Afrika sah vor kurzer Zeit noch ganz anders aus. Die Sahara war eine bewaldete Seenlandschaft. Der Tschadsee war noch vor 5000 Jahren 300 Mal größer wie heute. Das heißt, auch das Schwarze Meer war wesentlich größer. Das heißt, die ganzen Seen sind mal gefüllt worden und verringern sich heute drastisch. Das heißt, die Sahara ist heute maximal 5000 Jahre alt und man hat manche Untersuchungen, ich habe es mal 2002 im Buch geschrieben, da haben mich noch alle Leute ausgelacht. Das ist ja, du musst ja bedenken, da liegen im Niger auf 175 Kilometer Länge Tausende von Dinosaurierknochen im Wüstensand. Da sagt man, die sind alle 65 Millionen Jahre alt, die Knochen. Die liegen auf der Oberfläche zum großen Teil. Dazwischen hat man sogar versteinerte Menschen und versteinerte Kuhköpfe gefunden. Was machen die alle in der Wüste da? Nee, man muss so sehen, dass die Sache mal bewaldet, doch vor kurzer Zeit bewaldet war. Und letztens war vor 2-3 Jahren im ZDF mal so ein, hier von Geophysiker aus Hamburg, der Gero Hilmer, eine Untersuchung da drin, dass der Amazonas praktisch nicht in Südamerika entsprungen ist, sondern in Afrika und früher nach Südamerika geflossen ist, genau umgekehrt. Wie auch immer, dann haben die in der Wüste, mitten in der Wüste, sind da mit einmal so eine kleinen Wasserstellen. Da gehen die Beduinen hin und trinken ihre Kamele. Und in diesen Wasserlöchern müssen sie sich vorsehen, weil da sind Krokodile drin, sogenannte Wüstenkrokodile.
Wie lange gibt es diese kleinen Wasserlöcher und wovon leben diese Wüstenkrokodile? Das kann noch nicht lange her sein, weil die sind isoliert worden, in diesen kleinen Wasserlöchern sind die übrig geblieben worden. Das heißt, die Landschaft hat sich vor, manche sagen auch vor 3.500 Jahren inzwischen komplett geändert. Es gab keine Wüste. Das heißt, das, was du ja schon in auch deiner Evolutionskritik festgestellt hast, die Veränderung läuft auf diesem Planet nicht in diesen millionenlangen Jahren Zyklen, sondern es ist letztendlich eine katastrophische Entwicklung. Das sind Dinge, die relativ, also natürlich in zeitlichen Dimensionen, was ein Menschenleben betrifft, lange, aber in der Zeit einer Erdgeschichte in dann doch relativ kurzen Zeiten sich verändert haben und man eben nicht davon ausgehen kann, seriöserweise, dass hier zur Entstehung irgendwelcher Gebirge wie die Anden, die du gerade angesprochen hast, eben 50 Millionen Jahre. Ich meine, die Diskrepanz zwischen der Theorie 50 Millionen Jahren und 5000 Jahren, das ist ja schon krass. Ja. Es kommt auch gar nicht so genau auf die genaue Jahreszahl an. Wenn wir sagen 50.000 und wir sagen vor 5.000 Jahren, von mir aus, wenn einer sagt vor 50.000 Jahren, dann sage ich auch noch, ist auch okay im Grunde. Es kommt auf, aber die Nullen müssen weggestrichen werden. Das vielleicht ein deutliches Beispiel, weil du das gerade sagtest, Michael, die Nordsee. Das ist ein Lieblingsthema von mir geworden, die Nordsee. Wenn man wissenschaftliche Untersuchungen nimmt und die auch wirklich liest, dann wird man sehen, haben wir unsere friesischen Inseln, Ost und wir sind ja nordfriesischen Inseln, westfriesische Inseln. Ja. Ich bin selten da, aber sagen wir mal, ich war jetzt in letzter Zeit schon mal öfters da, um mir das anzugucken, weil wissenschaftlich klar ist, dass diese ganzen Wattaufschüttungen, wo unsere Inseln draus, sagen wir mal, Erhebungen daraus sind, sind entstanden vor ungefähr, sagen wir mal, 8000 Jahren. Länger gibt es diese ganzen Aufschüttungen überhaupt noch nicht. Das sind ungefähr, um in Zahlen zu reden, über 40 Milliarden Kubikmeter Material, was vor 8000 Jahren da abgelagert worden ist. Man hat mit der Fram, das ist schon länger her, ein Forschungsschiff, durch die Nordsee gemacht und hat den in 30 Meter Tiefe in der Nordsee, am Boden der Nordsee, die ist ja nur, ich sag mal, 45 Meter maximal tief, wenn überhaupt, also es ist relatives flaches Becken, hat man Hünengräber gefunden. Es ist heute, also als ich noch jünger war, war das noch Fantasie, aber heute ist es anerkannt, dass die Nordsee vor 8000 Jahren noch trockenes Land war. Der Rhein floss zu dieser Zeit nördlich von Aberdeen in den Atlantik. Die Themse war ein Nebenfluss des Rheins. Zu dieser Zeit, den Ärmelkanal gab es noch gar nicht. Und hier weideten in der Nordsee Mammuts und alle möglichen Tiere. Die größten Mammutlager, Knochenlager, befinden sich nicht in Sibirien, wie man meint, sondern vor der Ostküste Englands. Dort werden die meisten Mammutreste gefunden. Das ist kein Spaß, das ist einfach so. Ja. Und die Pferde lebten früher in dieser Savanne Nordsee und die Wikingerpferde sind sozusagen die Nachkommen, weil die durch die Flut in die Berge hinein vertrieben wurden. Das sind die Wikingerpferde, das sind ja kleinere Pferde, als wir sie hatten, wo die Füße fast auf dem Boden schleifen, so stämmige kleine Pferde. Dann kam die Überschwemmung, langsam kam die Überschwemmung. Das dauerte 1000 und mehr Jahre bis von 45 Meter Tiefe, das reduziert wurde auf 15 Meter Tiefe. Und dann hat man am Rande der friesischen Inseln, also am Boden, wie gesagt, Megalithgräber, das heißt zur Bronze- oder von mir aus eurer Megalithzeit. Lebten die Leute unten auf dem Boden der Nordsee. Dann kam das Wasser langsam und dann hat man am Rande der Wattablagerungen Häuser gebaut. Die hat man gefunden, die liegen heute, weiß ich, 10 Meter oder so unter dem Meeresspiegel und tiefer. Langsam mussten die Leute ihre Häuser, höher bauen, weil das Meer stieg immer mehr an. Und zwar kontinuierlich, nicht irgendwann plötzlich, sondern irgendwann. Und die Nordsee war auch mal eine Zeit höher als mit dem Wasserspiegel wie heutzutage. Es gab Fluten mit 20 Metern Höhe, die über das Land hereinbrachen. Und jeder fährt vielleicht, oder jeder nicht, aber manche fahren nach Sylt. Ich war auch erst zweimal da, aber ich war früher mal auf Norderney. Und man glaubt ja gar nicht, dass Sylt und Norderney von mir aus, Sylt erst wirklich entstanden ist, 1634 bis 1362 war das alles Festland. Und durch die Fluten wurde das aufgerissen, das Festland, und erst 1634 entstand Sylt
ähnlich so, wie es heute ist. Also die ältesten Häuser sind dann so aus Anfang des 17. Jahrhunderts. Ich war da, wie nennt sich das, friesische Kater oder so, da ist so ein ganz altes Restaurant, ostfriesische Restaurant irgendwie, da habe ich die Frau gefragt, ich sage, wie alt ist denn ihre Karte hier? Da sagt die, ist das älteste Haus so mit in Dings, und ich sage, ja, dann ist das ja nach der großen Flut 1634 gebaut worden. Ja, sagt sie, das stimmt, ältere Häuser gibt es im Prinzip nicht, weil Sylt vorher praktisch, wie andere Inseln auch, Pelvorm und so, die ganzen, da sind ja haufenweise Dörfer überspült worden. Bei der ersten Flut 1364, wo das ganze Land aufgerissen wurde, gab es hier angeblich 100.000 Tote an der deutschen Nordseeküste damals. Und eine ganz andere Besiedlung, genau. Und da hat Emden zum Beispiel, eine Stadt wie Emden, vielleicht 3.000 Einwohner gehabt. Ja, und da sind 100.000 Leute damals gestorben. Ja. Das heißt, diese ganze Küste hat sich in relativ kurzer Zeit dramatisch gewandelt. Deichbau gibt es erst seit 900 Jahren. Erst seitdem ist das Meer relativ, sage ich jetzt mal, relativ konstant. Ich glaube, 1450, meine ich, hat die Nordsee ungefähr schon den Wasserstand erreicht, den das Meer heute hat. Es war sogar zu dem Zeitpunkt so, dass der Meeresspiegel damals höher gestiegen war als heute. Ist dann wieder abgesunken und seitdem sind wir relativ konstant. Ja. Aber wir sind heute schuld, wenn der Meeresspiegel, und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt so ist, angeblich millimeterweise steigt, sage ich jetzt mal so. Wenn man gemessen hat. Also ich merke an der Küste nicht so viel davon, aber im Grunde genommen sind wir schuld, wenn das Wasser da ganz leicht ansteigt. Man hat eben offensichtlich diese autodichte Mittelalter noch nicht so richtig berücksichtigt, die da wahrscheinlich eine große Rolle spielt und den CO2-Ausstoß. Ja. Jetzt gibt es aber auch die umgekehrte Entwicklung. Wir haben ja, du hast jetzt von Ansteigen der Fluten, du hast von der Bildung von Sylt gesprochen und dieser riesigen Flut. Es gab ja aber, nicht aber, es gab auf der anderen Seite eine Situation, wo der Rhein ganz anders aussah als heute. Ja, das ist eine auch meiner Lieblingsgeschichten, eigentlich 1130. 1130, genau. In den Kölner Chroniken ist da genau vermerkt, konnte man 1130 durch den Rhein waten. Also da war kein Wasser mehr drin. Auch die Elbe war bei Tangermünde zur selben Zeit praktisch wasserleer. Wenn das heutzutage passieren würde, dann würden die uns mit Steuern und mit Abgaben überfrachten ohne Ende. Ich ärgere mich sowieso immer, wenn in den Nachrichten kommt, dass irgendein Hangrutsch in Indien oder im Himalaya gewesen ist und da vielleicht 100 Tote sind. Interessiert mich eigentlich menschlich, klar, ist da eine Tragödie, aber im Grunde sage ich, ob da jetzt ein Hangrutsch ist oder nicht. Da haben wir früher ganz andere Sachen gehabt. Bloß früher hat da, als ich jung war, keiner darüber berichtet. Heute wird jeder Hangrutsch oder jede Überschwemmung, jede Schlammflut, und es gibt auf der Welt 1100 Schlammvulkane und es gibt dauernd Überflutungen. Da wird im Kleinsten von berichtet. In Sumatra, in Java, ist vor 2006 hat man gebohrt nach Öl. Da kommt seitdem Öl halt ja Schlamm aus dem Boden. Da sind 30.000 Leute haben ihre Heimat verloren. Da kommt immer noch Schlamm. Man kann es nicht stoppen. Da kommt Schlamm, Schlamm, Schlamm heraus und keiner weiß eigentlich wieso und warum. Also ein Thema in meinem Buch. Aber es gibt eben 1100 Schlammvulkane auf der Welt und wie du schon sagst, die ganzen Katastrophen muss man eben auch anders sehen, weil das Methan, was kommt überall heute aus dem Boden, das wird so gut wie nicht beobachtet, weil man kann es weder riechen, schmecken oder sehen, auch das Kohlendioxid kommt überall aus dem Boden und die ganze Nordsee, ich habe bei mir Bilder im Buch, die ganze Nordsee ist praktisch der Nordseeboden, da sind überall Löcher, da kommt ständig und immer wieder ständig kommt da Kohlendioxid raus und Methan. Warum kommt Kohlendioxid heraus? Weil Methan, wenn es durch Sauerstoff oxidiert wird, spaltet es sich in Wasser, deswegen mehr Wasser, und in Kohlendioxid auf. Und wenn das nicht oxidiert, dann kommt direkt Methan raus. Zum Beispiel hat man 1990, ist ja die Bohrplattform, die eine mal in die Luft geflogen, da hat man vor zwei, drei Jahren hat man da ein Forschungsschiff runtergejagt und hat mal geguckt, was ist da überhaupt passiert da unten nach der Explosion. Zur Verwunderung der Forscher kommen da im Augenblick immer noch, seit 1990, pro Sekunde kommen da 1000 Liter Methan aus dem Boden. 1000 Liter. Und die große Verwunderung war, dass davon ein Drittel unoxidiert direkt als Methan in die
in die Erdatmosphäre eingeleitet wird. Ich habe die Zahl mal ausgerechnet, ich habe sie gar nicht im Kopf. Da kommen Milliarden von Kubikmetern an Methan raus, nur aus diesem einzigen Loch. Seit 1990, ja. Und vor Borwing gibt es einen großen Krater, der Haakon-Mosby, ein Methankrater. Das ist ein Typ Methanvulkan, den wir gar nicht richtig definiert haben. Der ist 950 Meter der Durchmesser. Da kommt zu 99% reines Methan aus dem Untergrund. Ja. Reines Methan. Und Methan, nur um das zu sagen, ist unser Erdgas. Unser Erdgas besteht zu 90% und mehr aus Methan. Wenn wir von Methan reden, reden wir quasi von Erdgas. Und von diesen ganzen Sachen wird nichts erzählt. Aus den 1100 aktiven Schlammvulkanen dieser Welt kommen ständig und permanent, Sekunde für Sekunde, wird Methan in die Atmosphäre freigesetzt. Also insofern, das ist ja ein Punkt, auf den du auch immer wieder hingewiesen hast, was wir jetzt hier nicht behandeln können. Da ist ja, wenn ich auf Erdgas und Erdöl setze, eine Energiereserve, die so unerschöpflich ist, dass man im Grunde genommen sagen müsste, was man ja auch bauchmäßig weiß, das, was im Augenblick hier mit den Energiepreisen passiert, ja, natürlich eine Abzocke ist und nichts mit angeblich geringer werdenden Quellen zu tun hat. Aber man sieht mit den Schlammvulkanen eben, dass da die Landschaft wie auf Java, ja, da jeden Tag noch kommen da Unmengen von Schlamm aus dem Boden und verwüsten da die ganze Landschaft, wie so eine Landschaft sich in wenigen Jahren praktisch überhaupt verändern kann. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt dabei. Du weist in deinem Buch auch auf einen Punkt hin, dass die klimatischen Verhältnisse, also das, was wir, also ich sag mal einmal mit Sommer und Winter, andererseits aber auch mit der Temperatur haben, auch Dinge sind, die sich in der einen Richtung, Klimaoptimum, wie wir das in der Schule noch gelernt haben, Maunder Minimum auf der anderen Seite, ja, dramatisch geändert haben. 1187 weist die Kölner Chronik, Stadtchronik aus, dass sich Winter und Sommer quasi rumgedreht haben. Genau, das ist in den Chroniken verzeichnet. Die Leute, da gab es eine Kirschblüte zu Dezember und Januar, Kirschblüte, und im Juni war Eis und Frost. Und da haben die Leute damals geschrieben, also Sommer und Winter hätten ihren Platz vertauscht. Ja. Also wenn das heute passieren würde, da sind wir noch lange von weg. Und da hat es 1342 gab es hier die größte Überschwemmungskatastrophe der letzten 1000 Jahre ist da passiert. Da sind 30 Meter tiefe Schluchten in Deutschland gegraben worden. Alle Brücken der großen Städte, Mainz, Frankfurt und so weiter, die es damals gab, sind alle praktisch vernichtet worden. Und dann hat man auch geschrieben, dass überall aus dem Boden Wasser kam und die ganze Erdoberfläche hätte sich komplett verändert zu damaliger Zeit. Das heißt, das, was wir heute sehen, ist vielleicht maximal so alt, überall hier, sage ich jetzt mal, mehr oder minder, wie 1342. Und vielleicht bestehen nur geringe Reste noch, die älter sind. Gegen diese Überschwemmungskatastrophe war die Oderflut, die wir hatten, ein total unbedeutendes Ereignis zum Beispiel. Da ist ja eigentlich gar nicht viel passiert. Und auch da sieht man wieder die Umwandlung der Natur. Ja, wenn da zum Beispiel oben eine Flut irgendwo, sage ich mal in Dresden, wird was weggespült, dann wird es vielleicht 200 Kilometer weiter irgendwo im Schlamm wiedergefunden. Und deswegen habe ich irgendwie eine totale Umlagerung der Erdkruste vollzogen. Und das hat in früheren Zeiten in viel stärkerem Maßstab war das vorhanden. Und die ganze Klimageschichte sehen wir daran, dass es bekannterweise anders war in der mittelalterlichen Wärmeperiode. So 1000 ist so geologisch vielleicht von 900 bis 1350, also sagen wir von 1000 bis 1300, war es viel wärmer als heutzutage. Also dramatisch muss man, also du machst das ja fest auch an den Produkten, ja, oder an den Pflanzen, die es dann beispielsweise an der Nordsee gegeben hat. Und also bis Dänemark hoch wuchsen zu damaliger Zeit Feigen. Ja. In Köln ist dokumentiert Feigen, bis Dänemark herauf wuchsen Feigen, Granatäpfel, alles wuchs in Deutschland in dieser Art und Weise. Das ist heute gar nicht möglich. Wir brauchen heute mindestens noch 1 Grad, 1,5 mehr, damit die Feigen wieder überall, sag ich mal, wachsen können. Also wir sind der Sache zurück. Und mein beliebtes Beispiel ist ja mal Wikinger auf Grönland. Ja. Wikinger auf Grönland, die haben da Getreide und Weizen angebaut. Die haben auf Grönland 100 Kühe im Stall gehabt und die muss man erstmal über 5 Monate Dunkelheit über den Winter bringen. Da war Ackerbau und Viehzucht. Wikinger waren ja weniger Krieger, alle glauben immer, das waren die. Aber im Grunde genommen waren das eigentlich sogenannte Nordgermanen, die eigentlich Ackerbau und Viehzucht betrieben. Und
die waren auf Grönland und haben da lange gelebt. Und dann haben wir früher mal gesagt, wie ich jung war, haben gesagt, da kamen die Eskimos, haben die alle erschlagen. Und heute ist es so, da ist man von ab. Heute sagt man, der Kälteeinbruch hat die Wikinger eben 1400 oder in der Größe schon 1300 angefangen, aus Grönland vertrieben und die mussten weg. In einem meiner Bücher habe ich geschrieben nach Amerika, weil bei uns sind keine Dokumente vorhanden, dass sie zurückgekommen sind. Aber sie wurden, und das ist heute wissenschaftlicher Konsens, sind durch das Klima vertrieben worden von Grönland. Vorher war es warm. Deswegen heißt Grönland ja auch Grünland, weil es eben nicht ein Eisland war, sondern ein grünes Ackerbaumäßig. Und diese Klimaleute, die heute sagen, das war ein PR-Gag vom Erik den Roten, das wird so lächerlich gemacht, das ist natürlich Unsinn, weil man hat archäologische Ausgrabungen gemacht und sogar von der amerikanischen Universität zusammen mit norwegischen Forschern hat man eine Wikingerfarm unter dem Gletschersand von Grönland gefunden. Und die Wissenschaftler sagten dann als Resümee, die Wikinger haben das Eis auf ihrer Farm zukommen sehen, haben in aller Seelenruhe eingepackt und sind dann praktisch sozusagen vor den Gletschern abgehauen. Abgehauen, weggesegelt. Ja. So, da sieht man, wie sich eine Landschaft umformen kann. 2007 war in den ZDF-Nachrichten einer der Geoforscher von den drei Institute in Hannover im ZDF, wie heißt das, heute Nachrichten. Ja. Und da sagte die Frau, ach, sagt sie, ja, was ist denn mit dem Eis, die armen Eisbären mit den traurigen Augen da oben. Da sagte der Fachmann, und die haben ein Buch geschrieben, das sind die Gutachter für das Klimagutachten. Die haben gesagt, alles Quatsch, ist das nicht. Und die haben auch ein Buch geschrieben, das heißt Klimafakten. Da sagt der Mann zu dem Siegloch, glaube ich, war das damals der Interviewer. Ja. Da sagt er zu dem, hören Sie mal, ich weiß gar nicht, was das Ganze soll, die Hektik soll. In den letzten paar tausend Jahren waren die Alpen nachweislich mindestens viermal eisfrei und nahezu eisfrei. Und 1644 kamen dann die Gletscher bei Chamonix, das nachgewiesen, Musketenschuss weit, das sind so 120 Meter, täglich kam das Eis 1644 den Berg runter, 120 Meter jeden Tag im Dings. Und dann war 1820 nochmal, es war sehr kalt, also die Gletscher waren sehr tief in die Täler rein. Übrigens 1650, 1700 gab es in den Bergen kaum Menschen, weil da konnte man sich gar nicht aufhalten. Der Berge war zu damaliger Zeit praktisch so gut wie möglich. Und 1820 waren wieder die Gletscher angewachsen, bis sie denn Ende des 19. Jahrhunderts, bis vor 100 Jahren, sich praktisch wieder zurückgezogen haben. Und heute erleben wir so den Rest des... Und was war dann Ötzi? Ja, das ist auch, kommt bei meinem Buch vor, dann frage ich, in welchem Eis ist denn Ötzi eigentlich gestorben? Nee, jeder, der zuhört oder sich da Gedanken drüber macht, ich habe ein Bild bei mir im Buch drin, Ötzi mit der Lederhaut, jeder weiß, was eine Eisleiche ist. Ötzi hat im Eis gelegen, aber Ötzi ist eine Hitzeleiche. Und das ist so klipp und klar, wenn man ihn sieht, wie es nur sein kann. Das kann niemals eine Eisleiche gewesen sein. Und er hatte auch Samen so bei sich. Also das kann man sehr schön nachvollziehen. Nur weil er jetzt Eis war, heißt nicht, dass da immer Eis war, sondern er kam im Eis zu liegen, sage ich jetzt mal. Aber er ist nicht im Eis gestorben, sicherlich nicht. Und der Farm, welcher noch, weil wir gerade 1820 sind, 1822, war das wärmste Jahr der letzten 200 Jahre laut Karlsruher Temperaturreihe, das wärmste Jahr. Und das Jahr 2000 war das zweitwärmste. Und das Schönste ist ja, dass es seit dem Jahr 2000, obwohl alle im Fernsehen das Gegenteil behaupten, seit dem Jahr 2000 ist es nicht wärmer geworden. Ich habe bei mir auf der Homepage eine Klimauhr drin. Seit, weiß ich, so und so vielen Jahren, Monaten, Tagen ist es nicht wärmer geworden. Und keiner wird ja wirklich empfinden wollen, dass es wärmer geworden ist. Also für mich könnte es locker, ich hätte nichts dagegen, wenn das 1,5 Grad wärmer werden würde. Aber hier ist es nicht wärmer geworden. Ja. Das ist definitiv so. Und das Letzte ist vielleicht, mittelenglische Temperaturreihe zeigt von 1700 bis 1740, das ist die längste Temperaturreihe, die es überhaupt gibt, ein Temperaturanstieg in 40 Jahren um 1,8 Grad aus für Mittelengland. Das sind Temperaturanstiege. 0,7 Landtemperatur, wenn es überhaupt so stimmt, in 100 Jahren. Nicht viel. Lieber Achim, ganz herzliches Dankeschön. Erde im Umbruch. Und das hat alles nichts mit anthropogenen Einflüssen, hat nichts mit CO2 und der momentanen Hysterie zu tun. Insofern ein spannendes und lehrreiches Buch, was man jedem nur ans Herz legen kann. Ganz lieben Dank.
Liebe Zuschauer, Erde im Umbruch, das neueste, extrem lesenswerte Buch von Hans-Joachim Zillmer. www.zillmer.com ist die Internetadresse, aber das natürlich in jedem Buchhandel zu erreichen oder zu bekommen oder über Internet, keine Frage, lohnt sich und ist eigentlich die schlagendste Aufklärungswaffe gegen die momentane Klimahysterie. Für das Interesse und Aufmerksamkeit ein herzliches Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal beim Alpenparlament.